Willkommen zu meiner Tutorial-Serie für Stormgate. In dieser Serie werde ich euch Schritt für Schritt durch das Spiel führen und euch alle wichtigen Aspekte erklären, die ihr wissen müsst, um als kompletter Anfänger durchzustarten. Egal, ob ihr noch nie ein Echtzeit-Strategiespiel gespielt habt oder einfach nur neugierig auf Stormgate seid, ihr seid hier genau richtig. Fangen wir mit der Hintergrundgeschichte von Stormgate an. Das Spiel spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Erde von mächtigen außerirdischen Wesen, den Infernals, heimgesucht wird. Diese bösartigen Kreaturen haben die Menschheit an den Rand des Aussterbens gebracht. Doch es gibt Hoffnung. Die Human Resistance kämpft darum, die Kontrolle über ihren Planeten zurückzugewinnen. Aber die Infernals sind nicht die einzige übernatürliche Macht im Universum von Stormgate. Es gibt auch die Himmlischen, oder im Englischen Celestials. Eine geheimnisvolle und mächtige Fraktion, die für das Gleichgewicht im Universum kämpft. Diese Himmlischen könnten sowohl Verbündete als auch Feinde der Menschen sein, abhängig von den Umständen. Bevor die Infernals invaded us on Earth and destroyed human civilization, they engaged in battle with their sworn enemies, the Celestial Armada. Angelic form merged with advanced technology. Kommen wir nun zu den grundlegenden Spielmechaniken. Stormgate ist ein Echtzeit-Strategiespiel, bei dem ihr eine Basis aufbauen, Ressourcen sammeln, Einheiten produzieren und eure Gegner in Echtzeitkämpfen besiegen müsst. Lasst uns einen Blick auf die wichtigsten Elemente werfen. Basisbau. Ihr beginnt mit einer Zentrale und baut nach und nach verschiedene Gebäude, um eure Basis zu erweitern. Diese Gebäude ermöglichen euch, neue Einheiten zu produzieren und Technologien zu erforschen. Ressourcensammlung. Ressourcen wie Luminite und Therium sind essentiell für den Aufbau eurer Armee und eurer Basis. Ihr müsst Arbeiter losschicken, um diese Ressourcen zu sammeln. In den Produktionsgebäuden könnt ihr verschiedene Einheiten herstellen, von einfachen Infanteristen bis hin zu mächtigen Mechs oder Monstern. Jede Einheit hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Kämpfe. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt. Ihr müsst eure Einheiten strategisch positionieren und ihre Fähigkeiten geschickt einsetzen, um eure Gegner zu besiegen. Aber Achtung, alles passiert gleichzeitig, für euch und euren Gegner. Lasst uns nun das Spiel zum ersten Mal starten. Sobald ihr im Hauptmenü seid, habt ihr verschiedene Optionen. Für Anfänger empfehle ich zuerst die Kampagne zu spielen, um die Grundlagen zu lernen. In der Kampagne werdet ihr Schritt für Schritt an die Hand genommen und lernt die wichtigsten Mechaniken. Und hier sind noch ein paar wichtige Tipps für den Einstieg. Baue immer Arbeiter. Arbeiter sind das Rückgrat eurer Wirtschaft. Je mehr Ressourcen ihr sammelt, desto schneller könnt ihr eure Armee und eure Basis ausbauen. Es lohnt sich also zu expandieren. Erkunde die Karte. Schickt Einheiten los, um die Karte zu erkunden und wichtige Ressourcenpunkte oder gegnerische Basen zu entdecken. Bleibt flexibel. Passt eure Strategie an das an, was ihr auf der Karte seht. Wenn euer Gegner viele Bodeneinheiten hat, produziert mehr Anti-Bodeneinheiten. Verteidigt eure Basis. Baut Verteidigungsanlagen wie Türme, um eure Basis vor Angriffen zu schützen, besonders in frühen Spielphasen. Das war unsere erste Einführung in Stormgate. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick über die grundlegenden Spielmechaniken. In den nächsten Videos werden wir tiefer in die einzelnen Aspekte eintauchen und euch zeigen, wie ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt. Wir gehen auch auf die Units der einzelnen Rassen ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr keine Episode verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr up to date bleiben wollt, drückt gerne den Abo-Knopf.